das ist das Ziel, dass man nächstes Jahr mit Leverkusen Champions League spielt. Dass wir auf einem guten Weg sind, absolut richtig. Aber es sind noch sehr viele Punkte zu holen. Deswegen müssen wir weiterhin Gas geben und hoffentlich das so früh wie möglich auch zu erreichen. Was löst das Wort Vizekusen in dir aus? Ja, vielleicht bald nichts mehr. Ich würde die Schale da mal nehmen, oder sagen, schön, ich bin jetzt 75, dass er dann auch vorbeigekommen ist. Und es sieht ja auch vieles positiv aus, aber wenn man in der Vergangenheit, ich sag mal, nicht nur so unglücklich, auch mit viel Pech, mal Zweiter geworden ist und so oft Zweiter geworden ist, das prägt einen. Und ich hoffe, ich bin froh, dass das nur mich verlegt, besonders geprägt hat. Und ich drücke alle Daumen und Zehen, dass wir das schaffen. Das muss ich ganz klar so sehen. Bis jetzt, so wie wir gedacht haben, so wie wir vorgegangen sind, mit Spiel für Spiel, Block zu Block, eigentlich weiter machen. Und klar, dass wir jetzt hier stehen mit 8 Punkten vor dem zweiten Halbfinale DFB-Pokal, Europa League drin ist. Ist sicher eine Meisterschaft, DFB-Pokal, Europa League, wo sicher eins davon Ziel muss sein. Du sagst Block zu Block. Xabi Alonso gibt euch Blöcke. Wie sehen die konkret aus? Die sehen so aus, dass wir zum Beispiel einen Block von 4 Matches haben, wo wir miteinander reden, wie die Situation aussieht, von Punktzahl etc. Und klar, unsere Antwort kommt immer auf 12 Punkte, aber ist natürlich nicht immer so einfach. Aber wir machen immer so einen Teil von Block zu Block, wo wir dann auch nachher den Block anschauen, wie er gelaufen ist, gute Sachen, weniger gute Sachen und dann weiter die nächsten Blöcke. Jetzt mit Arsenal hätten Sie können Champions League spielen, schon diese Saison. Was war die Überlegung im Sommer, doch in dem Moment einen Schritt zurück zu machen, gefühlt? Ja, man hat eigentlich 7 Jahre lang bei Arsenal gewartet auf die Champions League-Hymne. Absolut richtig, ich selber auch. Aber für mich war einfach der Zeitpunkt perfekt, eine neue Challenge zu haben. Ich hatte einfach ein gutes Gefühl gehabt mit den ersten Gesprächen mit dem Verein, mit dem Trainer, die mich brutal überzeugt haben. Und dementsprechend hoffentlich auch in der nächsten Saison mit Leverkusen können die Champions League spielen. Welchen Einfluss hatte Granit Xhaka, der Wechsel von Arsenal zu Leverkusen? Ja, ist der verlängerte Arm vom Trainer. Das muss man ganz klar so sehen. Im Mittelfeld Dreh- und Angelpunkt. Also der absolute Chef, der auch von allen anerkannt wird. Und meiner, wenn man jetzt überlegt, guckt sich die Bilanz an, was der Basel, dann Mönchengladbach zu besseren Zeiten da gespielt, dann Arsenal London, der hatte ja letztes Jahr praktisch auch schon die Hand an der Meisterschale. War ja auch überraschend, dass sie dann auch abgefangen wurde in letzter Sekunde von Manchester City. Ja, und jetzt Liverpool, der hat über 400 Spiele, dann ist Rekordnationalspieler in der Schweiz, glaube ich, 121 Spiele, also 530 Spiele mit gut 30 Jahren. Ja, hat doch nicht viel Verletzungen, sonst kriegst du die Spielanzahl nicht drin. Und in Leverkusen ist der absolut der verlängerte Arm. Da sieht man richtig, wie der Boss ist. Eigentlich wie so ein Spielertrainer, der mittendrin steht. Und das ist ein Glücksfall. Sicherlich, was ich auch sagen muss, ist Alonso. Ne? Und alleine ich habe mich mal so erkundigt, wie konnte man den eigentlich verpflichten. Ich meine, man spricht von einer Ablösesumme von 15 bis 20 Millionen, egal wie. Ja, ein Schnäppchen in der heutigen Zeit für so einen Spieler. Und dann lese ich Simon Rolfes, so Nachfolger von Rudi Völler. Und dann Alonso sind dahin, beide zusammen nach London. Und beide spielen ja die Position. Vielleicht Simon nicht so ganz hoch, aber war auch deutscher Nationalspieler. Auch ein zuverlässiger Spieler auf die Position. Dann Alonso, ja, Weltmeister auf dieser Position mit Spanien, zweimal Europameister mit Spanien, Champions League gewonnen mit Liverpool, mit Real Madrid, dann auch noch mit Bayern München, ein paar Mal knapp gescheitert, aber dreimal deutscher Meister. Und da guckt die Trainer an, Ancelotti, Heynckes oder egal wer, mit denen der dann in der zentralen Position zusammengespielt hat, genau auf der Position, wo jetzt der Xhaka spielt. So, und dann verstehen die sich natürlich. Das ist eine Sprache. Ist es eigentlich ein Zufall bei Leverkusen, dass Xabi Alonso, Granit Xhaka, Simon Rolfes, also Sportdirektor, alles defensive Mittelfeldspieler gewesen sind, dass ihr so harmoniert?
Boah, das ist, haben wir jetzt nie Gedanken davon gemacht, dass sie eigentlich beide auch Defensivspieler gewesen sind. Ja, aber ich glaube, das hat nicht so viel mit der Position zu tun. Ich glaube, ich habe schon Trainer gehabt, die einen auf andere Positionen gespielt. Deswegen ist alles gut. Wer ist der bessere Sechser gewesen, der Xabi Alonso oder Granit Xhaka? Der Xabi Alonso, auf jeden Fall. Wie siehst du Granit Xhaka, seine Rolle? Ja, ich finde, der ist also der wichtige Spieler in der Mannschaft, weil der spielt als Zentrale. Der ist ein Spieler, der ist ein Chef, der dirigiert sehr viel, aber ist immer sehr, sehr positiv und der geht auch in die Zweikämpfe, wo das wehtut und das hilft enorm die Mannschaft. Du bist jetzt bei Borussia Mönchengladbach auch schon sehr, sehr lange. Du hast auch miterlebt, wie Granit 2011 hierher kam. Da wollte er gerne ein bisschen der Chef sein und ich glaube, er hat auch ein paar Mal dann aufs Dach gekriegt am Anfang. Habe ich das falsch im Kopf? Ja, man muss, der ist von Basel gekommen, der war noch junger Spieler und der musste auch viel lernen. Und ich glaube, der hat auch als mit Lucien auch einen sehr guten Trainer. Und man hat auch gemerkt, natürlich hat er auch Schläge gekriegt, er war nicht immer gut die erste Saison, aber der hat sich durchgesetzt und letztendlich auch hier auch die Fans haben eine super Erinnerung über ihn und von da ist noch nach Arsenal gegangen in einen großen Club und jetzt man merkt das Unterschied zwischen hier in Gladbach oder jetzt in Leverkusen ist auch die Erfahrung. Der hat sehr viel Erfahrung gehabt in die letzten 10 Jahre und man merkt, das ist ein echter Leader. Ich glaube, er war 19 und am Schluss war er Kapitän bei Gladbach. Wie hast du die menschliche Entwicklung von ihm in dieser Zeit erlebt? Ja, man hat auch gemerkt, dass schon am Anfang an, er wollte auch schon Leader sein, aber wie sag mal, Lucien hat vielleicht ein bisschen anders gesehen, aber der hat sich auch sehr entwickelt. Nicht nur als Spieler, aber auch als Mensch. Und, aber jetzt sieht man, dass wie sag mal, dass solche Spiele gibt leider im Fußball zu wenig. Von den Typen her, meinst du? Von den Typen und auch aus spielerisch, weil das ist nicht nur einer, der polarisiert, aber der ist einer, der auf dem Platz, der ist der Erste, der rangeht. Und das ist das Wichtigste. Und plus ist es auch noch Kapitän. Es hat immer geheißen, Sie sind auch wegen Ihrer Frau zurückgewechselt, wie sie aus der Region da stammt. Wahrheit oder das Märchen? Es ist leider nicht Wahrheit, sondern es war wirklich eine Entscheidung für mich selber als Person, als Spieler gewesen. Klar, mit der Entscheidung von der Familie Frau, wo am Anfang sicher skeptisch gesehen ist. Aber am Schluss sicher beide froh gewesen, den Schritt machen können. Und ja, wir sind wieder froh, eigentlich wieder zu Hause zu können sein und eigentlich dort weitermachen, wo wir fast letztes Jahr aufgehört haben. Der 20. Mai 2000. Bis heute unvergessen und zugleich schmerzhaft. Ist Vizekusen Geschichte bald? Jetzt wirst du ekelig, du hast so schön angefangen. Ich kann den Vizekusen nicht hören, aber natürlich muss man damit leben. Das war schon hart, weil wir wussten, wir brauchen einen Punkt, sind wir Deutscher Meister und ja, wir sind ins Spiel da reingekommen und haben wir echt nur auf ein Tor gespielt und nach 20 Minuten leider Michael macht ein Eigentor, war sehr unglücklich, aber danach auch haben wir so viele Chancen gehabt und danach ab 20 Minuten vor Schluss Konter 2-0. Und das war schon extrem bitter, weil okay, wir hätten einen Punkt gebraucht, aber letztendlich haben wir, glaube ich, 74 Punkte. Bayern München hat auch 74 Punkte gehabt und wir sind nicht Deutsche Macher wegen dem Torverhältnis. Und das ist schon sehr, sehr bitter. Warum denkst du, seid ihr falsch ins Spiel gegangen oder war einfach nur Pech? Nein, das ist. Manchmal, Fußball ist
kann man nicht erklären, weil wir haben genug Chancen gehabt, um das Spiel zu gewinnen. Und man sagt auch immer, von 10 Spielen von solcher Sorte gewinnst du 8-mal, einmal verlierst und vielleicht einmal spielst du unentschieden. Und leider war der Tag, der Ball wollte nicht ins Tor gehen. Was löst der Ausdruck Vizekusen Ihnen aus? Ja, es ist ein sagen wir, ein Spitzname, wo leider der Verein schon seit Jahren hat, wo nie die Meisterschaft gewonnen hat in der Geschichte, wo seit 31 Jahren auf einen Titel wartet. Und wir sind diejenigen, die hoffentlich das natürlich auch verändern. Klar, es ist einfacher gesagt als gemacht, aber wir sind auf jeden Fall vom guten Weg. Wir spielen vorher in Bremen, Werder Bremen, Freitagabend. Und wir gewinnen da. Und Bremen verliert damit seine letzte Chance, international zu spielen. Weißt du, was Freitagabend passiert? Aufgrund unserer Leistung singen die Bremer. Zieht den Bayern die Lederhose aus. Wir waren ja auch vor den Bayern. Dann fahren wir eine Woche später nach Hamburg. Hamburg war zu dieser Zeit Dritter in der Bundesliga, nicht wie heute. Wir gewinnen, ganz souverän. Dann geht Eintracht Frankfurt, so ein Angstgegner. Ich weiß nicht, man 3-4-1 gewonnen. Und dann fahren wir nach Unterhaching. 3 Punkte vor, 1 Punkt genügt. Dann macht unser Emerson und Ballack zählen ja mit Sicherheit zu den 5 besten Mittelfeldspielern der Welt in den letzten 20 Jahren. Und beide an einem Tag nicht ihre Form. Und Ballack macht noch ein Eigentor, der sonst mit der Torgefährlichste Mittelfeldspieler war. Und wir verlieren das Ding da 1-0 oder 2-0. Ja, da guckst du blöd aus der Wäsche, bist du punktegleich. Und Bayern München, ja, ein bisschen besseres Torverhältnis wären die deutsche Meister. Wie lange hat das gebraucht, um es im Kopf zu verarbeiten? Ja, das ging direkt weiter, aber wir haben es ja 2002 nochmal straffer wiederholt. Zweiter verloren DFB-Pokal, verloren Champions League-Final, Zweiter in der Bundesliga. Also sonst sind wir die Schweizer so angenehm. Du bist ein lieber Kerl, aber das ist direkt. Ich dachte, du hättest jetzt gesagt, ihr seid da vorne. Aber ja, gut, wühl noch ein bisschen. Du bist wie beim Zahnarzt, so säßen wir. Noch ein paar Sätze zu Xabi Alonso. Ja, der macht einen hervorragenden Job. Hat ein Spieler mehr Respekt vor so einem Trainer, der halt selber das alles drauf hat? Was heisst mehr Respekt? Ich meine, dass er auf dem Platz brutal aktiv ist. Das sieht man natürlich auch bei den Videos. Man sieht ihn tagtäglich. Er will uns wirklich verbessern. Kleine Details zeigt er uns. Er kann Pass spielen. Er kann flanken, er kann schiessen. Er ist eigentlich immer mit dem Training dabei. Und ja, zeigt ihm einmal mehr seine Art, wie er als Trainer ist. Aber auch seine Persönlichkeit, die ihn brutal ausmacht. Mit der Weltkarriere, die er gemacht hat, ist eigentlich klar, Real Madrid, jetzt Liverpool für den Sommer. Haben Sie Angst, dass Sie ihn verlieren, das Trainer? Was heisst Angst? Klar, man will natürlich so einen Trainer so lange wie möglich bei sich haben. Man will mit so einem Trainer natürlich auch Erfolg feiern. Man will den nächsten Schritt machen als Spieler, als Mensch selber auch. Klar, im Fußball gehören natürlich Gerüchte dazu, leider. Aber ich habe das Gefühl, dass er mit den Gedanken überhaupt nicht irgendwo anders ist, sondern bei uns. Und dementsprechend zeigt er das auch tagtäglich. Was ganz großartig ist, was ich noch nie erlebt habe, Alonso spricht da keinen Satz von. Du hast noch nie von ihm gehört, der fehlt, der fehlt, der fehlt, der fehlt. Ich habe das früher selber auch ganz gerne gemacht, um so ein bisschen Entschuldigung anzufangen. Und das ist für mich vorbildlich. Auch was ich nicht so vorbildlich gemacht habe, aber das ist klasse. Damit machst du natürlich auch deinen nachrückenden Spieler stärker. Wenn du jetzt jeden Tag erzählst, oh, wie soll man das schaffen, der fehlt. Das ist ja üblich, das ist Standard, das ist die übliche Gangart. Ne? Und der geht die gar nicht. Der spricht keinen Satz darüber, wer fehlt. Und das hilft natürlich auch, dass die Nachrücker mit einem anderen Selbstvertrauen, mit einem anderen Selbstverständnis in der Mannschaft mitspielen. Und das ist für mich auch die Top-Formel, um zu sagen, so kannst du die 5 Hammer-Ausfälle verkraften. Das musst du erst mal machen. Das war für mich auch etwas, das ging runter wie Öl, als das Spiel gegen Bayern München so gewonnen wurde, nachher mal, dass der Alonso die alle in einer
herrlichen Trainingsanzüge in die Kurve zu den Spielern stellte, muss ich sagen, Note 1. Mhm. Nicht nur selber fachlich, auch vom Menschlichen, von der Führung, von der Motivation und so weiter. Ich bin sehr zuversichtlich. Jetzt ist noch schon am A-Diplom dran in England, SC Union Nettetal. Jede Woche einmal im Training. Wie ist das so in der Oberliga als Trainer dort stehen, das machen? Ja, es macht mir unheimlich Spass. Ich hatte natürlich das nicht gedacht von Anfang an. Es ist natürlich viel Aufwand, den ich betreiben muss, neben den Trainingseinheiten, die ich hier beim Verein habe. Aber ich mache das mit sehr viel Überzeugung, mit sehr viel Engagement auch. Und ja, ich darf natürlich den Verein einmal die Woche trainieren. Ich habe noch meine Online-Session, die ich machen muss. Und ja, es macht einfach unglaublich Spass und ich genieße es auch. Wie reagieren die Spieler so, wenn sie vorbeikommen als Bundesliga-Star? Ist der Schwager, der dort spielt? Genau, mein Schwager spielt dort. Klar, am Anfang ist sicher Nervosität von beiden Seiten vielleicht da gewesen, wie von ihnen, wie von mir auch, weil das für mich natürlich auch neu gesehen ist, eine Mannschaft zu trainieren. Aber mittlerweile probiere ich natürlich den Spieler das Leben so einfach wie möglich zu machen, indem sie mich einfach so sehen, wie ich bin, als Mensch und nicht als Bundesliga-Spieler. Und er wollte ihnen einfach ein bisschen helfen, auch vielleicht sehen, vielleicht den nächsten Schritt machen. Und das ist eigentlich die Ziel dahinter. Jetzt, wenn Sie mit bald 32 schauen, wie lange haben Sie noch einen Tank vom Körper her? Ich fühle mich brutal fit, mental, aber auch körperlich. Und solange ich mich gut fühle, werde ich weitermachen. Und 32, bald im September, ist für mich nur eine Zahl. Nicht mehr, nicht weniger. Und alles andere ist für mich fast sogar wichtiger als nur die Zahl 32. Was muss die Mannschaft jetzt machen, damit es nicht schief geht? Ja, ich glaube, jetzt, die sind, glaube ich, reifer geworden. Schon viel passiert, dass der Leverkusen nicht Meister wird diese Saison. Gehst du zu den Spielen noch selber jetzt? Ja, ja. Leverkusen, oft? Ich schaue immer meine Ex-Vereine und natürlich werde mich freuen, wenn er diese Saison Meister werde. Was macht Rainer Kallmund, wenn die Schale sichergestellt ist in jener Nacht? Ich würde nicht dran denken, ich würde da nicht kommentieren. Ich sage einfach, wir sind jetzt mal dran. Jetzt haben Sie vor einer Woche Schluss vorgenommen, das Bild mit Ihrem Vater teilt. Ein sehr inniges Bild, wo ihr auf der Couch liegt, euch umarmt. Was hat der für einen Einfluss auf die Traumkarriere, die Sie gemacht haben? Ja, die Leute, die meinen Vater kennen, wissen natürlich, dass er einen brutalen Einfluss hatte. Nicht nur der Vater, sondern auch die Mutter, die Eltern, die immer da waren für uns. Der Tauli selber, der Fußball noch spielt, wo vielleicht ein Elternteil bei ihm gesehen ist, der andere bei mir. Ich bin ja schon mit 19 schon im Ausland gesehen. Da ist er Mikro und hat mit ihm im Doppelzimmer in Gladbach gelebt. Richtig, genau. Wo er mit mir fast 2,5 Jahre eigentlich zusammen gelebt hat. Und, ja, die Unterstützung, die man natürlich bekommt von den Eltern, ist natürlich einmalig. Und für mich oder für uns als Jungs mit dem Tauli gibt es nichts Schöneres, wenn man ihnen natürlich ins Gesicht kann anschauen kann und sieht, wie stolz sie sind. Und das ist das, was wir uns eigentlich immer vorhaben, unsere Eltern stolz machen, ihnen etwas zurückgeben, was sie für uns gemacht haben. Und dass wir das bis jetzt gut gemacht haben, glaube ich ja. Und hoffentlich auch weiterhin.